Fußball. Klar, jetzt steht's noch 0:0. Doch gleich gibt's den Anpfiff zum DFB-Pokalspiel VfB Oldenburg gegen Werder Bremen. Ganz klar, N3 ist live dabei. Und damit das möglich ist, haben wir unser Programm etwas umgestellt. Die für jetzt geplante Folge aus der Reihe Transit ist nicht aufgehoben. Sie ist nur verschoben auf nächsten Dienstag 17 Uhr. Ach ja, bitte an die Kinder weitersagen. Kermit schaut sich das Fußballspiel natürlich auch an. Die nächste Sesamstraße gibt's morgen um 18 Uhr. Was soll ich Ihnen noch sagen? Bildschirm frei für Sport 3 Extra. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, hier aus dem Marschwegstadion in Oldenburg. Auch der Herbst hat noch schöne Tage, dem sage ich das. Wir wollen es Ihnen heute ultimativ beweisen mit dem Knüller aus norddeutscher Sicht in Sachen Pokal. Natürlich VfB Oldenburg gegen Werder Bremen und Sie können dabei sein. Sie sind genauso glücklich wie die 15.000 hier im Stadion. Vielleicht können wir kurz mal schauen. Es sind wirklich die Überglücklichen. Die Zeitschnellsten, muss man sagen, die hier bei der Entscheidung dabei sein dürfen. Ganze 2 Stunden hat er gedauert, der Vorverkauf. Dann war auch das letzte Ticket weg für diesen Schlager hier. VfB gegen Werder, also das große Spiel des Jahres hier in dieser Region, ganz klar. Da war heute den ganzen Tag ganz schön was los rund ums Marschwegstadion. Sven Kaulbars, mein Kollege, war dabei. Sie rollten und rollten und rollten. Die Autobahnen um Oldenburg waren herausragend gut besucht. Da passte es nahezu ideal, dass die Abfahrt zum Marschwegstadion gesperrt war. Bauarbeiten. Ein geplantes Chaos um das Stadion herum für die meisten. Aber für den einen hier ein scheinbar idealer Umstand. Kann man davon ausgehen, dass die Arbeit zwischen 17 und 19 Uhr hier ruht? Nee, kann man nicht davon ausgehen. Wir müssen das fertig haben heute. Ehrlich? Ja, bitte. Ja. Kein Blick fürs Pokal? Nee, momentan nicht. Wir müssen sehen, dass wir es fertig kriegen. Pech gehabt, denn er verpasste den Blick auf einen überlegenen VfB Oldenburg. Die Kicker in Blau dominierend. Oldenburgs F-Jugend gegen die Gelben aus Ofterdijk. Eine klare Sache und hier bereits das 2:0 durch Milan Brandt, der Hannes-Peter Schulze keine Chance ließ. Nur unglücklich, dass viele Fans noch vor dem Stadion waren. Ich kann mir vorstellen, Sie werden von dieser Handbewegung träumen. Ja, das werde ich auch. Heute Abend tun mir die Finger weh. Wie viele Karten haben Sie abgerissen bisher? Oh, weiß ich nicht. Da zählt man nicht mehr mit nachher. Ungefähr, Größenordnung. 100 waren das schon. Ist das das Ereignis? Würde ich sagen, ja. Doch, der Ansturm ist jetzt schon extrem. Das Stadion am Marschweg ist ausverkauft. Das Ereignis in der Region zieht über 15.000 Fans nach Oldenburg. Saisonrekord. Ja, Fußballfeiertag, wie gesagt, hier in der Region. Und der kommt auch eigentlich gerade recht nach recht mageren Wochen zuletzt für den VfB. Sie wissen es, nach dem geglückten Aufstieg in die zweite Liga, ja, folgte da ein ziemlicher Fehlstart. Noch kein Sieg in dieser Liga und im Moment der vorletzte Platz. Aber den Spruch mit dem Pokal und den eigenen Gesetzen, den kennen Sie eh, brauche ich nicht zu wiederholen. Heute kann der VfB gegen den großen Favoriten aus Bremen eh ganz locker aufspielen. Und vielleicht denkt man ja hier in Oldenburg oder erinnert man sich ja an gute alte Fußballzeiten. Zum Beispiel an die Zeit vor 4 Jahren. Damals stand man kurz vor dem Schritt in die erste Fußball-Bundesliga der VfB. Ein einziges Pünktchen hat damals gefehlt. Also, schauen wir mal. Gute alte Tage. Oldenburg und der Fußball, eine ewig junge Liebe. Das hat auch mein Kollege Jan-Dirk Bruns festgestellt. Dieser Turm ist einzigartig. Der Lapan ist Oldenburgs Wahrzeichen und steht mitten in der Fußgängerzone. Das benachbarte Restaurant ist alles andere als einzigartig, aber nur in diesem Fastfood-Imbiss gibt es die ultimativ neue VfB-CD für 17 Mark mit ganz originellem Text. Mitten zwischen den Burgern hängt dieses musikalische Meisterstück, doch die Angestellten sind eher weniger begeistert. Singen kann ich leider nicht. Wissen Sie, wie das nicht geht? Ja, weiß ich, aber singen? Ach ja, ole, ole, ole. Aber das ist nicht mein Fan. Ich bin für Bremen. Ole, 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 ole. Das war's auch schon. Die Spieler vom VfB konnten sich ganz in Ruhe auf das Pokalspiel vorbereiten und das ohne Geheimtraining und Absperrzäune. Hier gibt es noch Stars zum Anfassen, trotz des relativ schlechten Saisonstarts in die Liga. Das Spiel kommt für den VfB genau zum rechten Zeitpunkt.
Wenn wir das Spiel 3:0 verlieren, dann sagt jeder, ja, war ja erwartet worden. Und eigentlich, man kann sagen, im Moment ist es vielleicht das leichteste Spiel für uns, was bekommen konnte. Früher hatte es der VfB leichter. Schon vor 4 Jahren war Oldenburg in der 2. Liga, doch damals war alles anders. Das Wetter war schlechter, der Trainer hieß noch Wolfgang Sitka. Und für die Tore waren Leute wie Tschechiens Nationalspieler Radek Drulak zuständig. Ein einziger Punkt fehlte dem VfB damals zum Aufstieg in die 1. Liga. Wie groß die Fußballbegeisterung in Oldenburg sein kann, zeigte der Aufstieg in die 2. Liga im Mai. 10.000 Begeisterte feierten ihren VfB vor dem Oldenburger Rathaus. Die Vorbereitungen für die nächste große Party in der Stadt, die begannen schon heute Morgen. Vor einer riesen Leinwand werden die Fans mit dem VfB fiebern, die keine Karte mehr bekommen konnten. Ein Rahmenprogramm auf der NDR-Bühne wird für die nötige Stimmung sorgen. Und die Band, die kennt den Song, der heute Abend gesungen wird, jetzt schon. Ole, 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 Super Oldenburg, der VfB. Ole, 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 Super Oldenburg, der VfB. Das klingt doch schon richtig gut. Wie erwähnt, der VfB Oldenburg kann heute locker ausspielen. Wie aber sieht's aus mit dem SV Werder Bremen?